Dank Inspektor Navette bin ich auf dem Laufenden. Er hat mir auch von Ihnen beiden erzählt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, was. Aber wieso interessiert Sie dieser Kunstraub? Ich ermittle schon seit einiger Zeit gegen eine Bande von Kunstdieben. Und das hier sieht nach einer guten Spur aus. Aber Navette ist ein Vollpfosten. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen. Sie schmeicheln uns. Wir tun nur unsere Arbeit. Das tun wir alle. Oder versuchen es zumindest. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Ich vermute, bei Ihnen waren die Ausstellungsstücke versichert? Stimmt, und es wird uns teuer zu stehen kommen. Schon irgendwelche Spuren? Vielleicht. Es gibt da einen Russen namens Medowski, der wohl der Eigentümer des Gemäldes ist. Medowski? Sie kennen ihn? Ein Oligarch. Öl, Kunstwerke, Aluminium, Ex-KGB. Übler Kerl. Sie müssen vorsichtig sein. Medowski ist gefährlich. Er tötet jeden, der ihm im Weg steht. Für einen Bullen schien Langham ganz okay zu sein. Das Problem bei Abmachungen mit Polypen ist nur, dass man am Ende meistens draufzahlt. Aber ich fand das vertretbar, wenn ich dadurch Medowski zur Strecke bringen könnte. Wir haben Beweise gefunden, dass Medowski etwas mit der Wachfirma zu tun hatte, die für die Galerie zuständig war. Interessant. Und einer seiner Männer, ein Kerl namens Schiers, war am Tag des Diebstahls in Paris. Ach, wirklich? Wir haben auch einen Brief von einem gewissen Genen gefunden, der Medowski das Gemälde abkaufen wollte. Genen? Der Name kommt mir bekannt vor. Haben Sie sonst irgendwas über ihn rausgefunden? Nein, wir waren ziemlich in Eile. Was ist mit dem Priester? Dem guten Pater Simeon. Irgendwas hat ihm Angst eingeflößt. So viel ist sicher. Hab ich gehört. Er sagte immer wieder, La Malediktio sei böse. Vielleicht hat er recht. Zumindest hat das Bild Böses bewirkt, oder? Ich gehe allen Hinweisen nach, Mr. Stobbart. Selbst denen von verrückten Priestern. Bleiben wir in Verbindung. Danke für Ihre Hilfe. Der Kaffee geht auf meine Rechnung. Oder genauer, auf die von Interpol. Miss Collard, Mr. Stobbart. Und George, was denkst du? Interessant. Er scheint den Überblick zu haben. Stimmt. Langsam könnte das hier gefährlich werden, Nico. Glaubst du, Langham hat recht, was Medowski angeht? Naja, er scheint Ahnung zu haben. Also, ich fand ihn ganz niedlich. Er ist Engländer, Nico. Die findest du alle niedlich. Ein Typ mit Tiefgang. Ach ja? Und was ist mit meinem Tiefgang, hä? Den hast du mir doch schon vor langer Zeit gezeigt, George. Ich geh heim und schreib den Artikel schon mal vor. Und du? Ach, ich muss nur noch mal zu Bijou. Sie war nicht ganz ehrlich zu mir. So, liebe Freunde, der Stadtplan von Paris. Und wir haben ja das gute alte Vera Security und Bijou zur Auswahl. Wo wir uns als nächstes hinbegeben. Und ich denke mal, ich werde mal zu allen Bijou, weil... Bei Vera weiß ich einfach so nicht, was wir da machen können. Hatte mir keine erzählt, Ahnung. Sie habe nichts mit dem Geschäftlichen zu tun. Das war gelogen! Aber Lane behauptete das Gegenteil. Einer von beiden log. Log? Ich glaube, log hat gelogen. Summ. Ja? Bijou, hier ist nochmal George. Ja. Das klingt ja eigentlich wie immer. Oh, was der ist denn hier los? Der Duft von Alkohol und Räucherstäbchen hing in der Luft. Erinnerte mich an da ist ja auch eine Platte kaputt. Was ist passiert? George, bitte helfen Sie mir. Ich bin am Ende. Ich darf einen Franzose ein Haar nicht richtig aussprechen können, aber dürfen. Aber offensichtlich ist das hier bei Bijou
Der ist ja vielleicht zur Hälfte Schwedin. Oh, helfen Sie mir. Sie müssen mir helfen. Was helfen? Ist denn, ich kann unser Lied nicht mehr spielen. Erst verliere ich Henri, jetzt noch unser Lied. Das soll sie auch nicht so tun, als wenn sie kein Haar... Also das ist doch lächerlich. Was ist passiert? Komm, ich bin gestolpert und aus der Seen draufgetreten. Das soll sie doch diesen französischen Akzent nicht da Lane hat mir gesagt, machen. Sie hätten den Herkunftsnachweis und sie hätten den Papierkram der Galerie erledigt. Oh, in meinem Kopf fährt ein kleines Mäuschen immer rund und rund und rund. Bijou, ich muss das wissen. Alle Papiere sind im Safe, im Büro der Galerie. Und hören Sie auf mit der ganzen Fragerei. Okay, da brauchen wir den Schlüssel. Und da hat er auch schon den Safe-Schlüssel hier im Fragenkatalog. Ich klicke mal drauf. Bijou, wo ist der Schlüssel für den Safe? In meiner... Henri? Püssi? Sie sind nicht Henri. Ich verwahre den Schlüssel so, wie Henri es wollte. Könnte ich mir bitte den Schlüssel ausleihen? Ich brauche meine Melodie. Genau. Das ist das Einzige, was zählt. Ach, sie braucht dieses Jasmine-Lied. Ich konnte einfach nicht vernünftig mit ihr reden. Ich musste anders an den Schlüssel kommen. Jasmine. Was war das für ein Lied, Bijou? Ich bin am Ende ohne unser Lied. Am Ende. Der Name des Lieds, Bijou? Jasmin, es war unser Lied. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, das muss ich jetzt mir besorgen. Wer hat das Lied gesungen? Mein Schatz Henri, natürlich. Was? Es kam bis auf Platz 2 der schwedischen Charts. Ich war so stolz. Besorgen Sie mir eine neue Platte, Georges. Bitte, versprechen Sie es mir. Ich kann es ja versuchen. Oh, Sie sind ein Schatz. Ich fühlte mich schrecklich. Schließlich war ich kein Schatz, sondern nur hinter dem Safe-Schlüssel her. Okay, wir brauchen also jetzt den Bitte, Song. Helfen Sie mir. Ja, den Song, um dann an den Safe-Schlüssel zu kommen. Das ist ja natürlich sehr, sehr unauffällig gewesen hier. Ich weiß, dass der Bois de Boulogne begann direkt auf der anderen. Ja, ich weiß, dass er tatsächlich ja noch in. Kann ich überhaupt weg von diesem, also aus diesem Land heraus? No, kann ich nicht. Ich muss ja eigentlich nach Großbritannien, da war ja noch eine Platte verfügbar. Naja, gut, aber geht nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe mich auch vertan. Aber bei Vera Security ist sicherlich nur was zu machen. Das Rolltor bei Vera war wieder zu. Wahrscheinlich hatte die Polizei den Laden leergeräumt. Da haben die immer eine Platte von Jasmine übrig. Oder nicht. Oder was, oder wie, oder wer. Ich weiß auch nicht. So, Bassam hat vielleicht noch was dazu zu sagen. Ich schaue erstmal hier, ob ich hier noch was klicken kann. Nee. Dann klicke ich dort. George, was kann ich für Sie tun? Why the face? Brille. Bassam würde das nicht sehen wollen. Genau. Sonst noch was Neues im Angebot? Nicht, seit Sie das letzte Mal gefragt haben. Ja, warum bin ich überhaupt hergekommen? Ich hielt das für... Ja, das ist gut. Danke. Danke. Ja, danke schön. Sehr nett. Ich habe hier völlig umsonst den weiten Weg aus Paris... Das Rolltor bei Vera war wieder zu. Ja. So. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ratlos. Ich wollte eigentlich nach London. Mir die LP nochmal zu besorgen. Aber das geht ja gar nicht. Ich kann mal gucken, ob ich hier mit dem Handy vielleicht noch irgendwo mal ich anrufen kann. Ich hatte nichts Neues für Nico. Okay. Vielleicht Rippenbecker. Gehen Sie zu Bijou und finden Sie raus, was da vorgeht. Okay, das hat er nochmal auf die Voicemail gesprochen. Ich weiß nicht warum. Vera Security hatte das Telefon ausgestöpselt. Anzurufen hatte keinen Sinn. Aber vorbeischauen, will er mir damit wahrscheinlich sagen, hätte noch einen Sinn. Ich musste die. Okay, da. Ich weiß nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber. Ich kann ja nochmal gucken, was wir hier so haben.
Das Rolltor bei Vera war wie... Ja. Das zum dritten Mal schon. Gehört. Das war beinahe eine... Beinahe. Vielleicht mal den Keks an die Tür nageln. Nee. Nee. Oder hier die Auftragsbestimmung. Das würde nicht funktionieren. Ja, das haben wir gerade schon gemacht, da. Das würde niemals klappen. Ups, sorry. Vielleicht die alte... Das würde... Ach, nicht. Aber ich kann mal versuchen, sie mit Bassam zu verwenden. Der alte Trottel. Ich habe immer noch die Kakerlake. Lassen Sie sie bitte nicht gerade hier frei. Frei. Ich schaute mir Bassams Waren genauer an. Schauen Sie sich ruhig um, George. Ich habe mein Angebot aufgestockt und muss sagen, die Umsatzzahlen einiger Waren sind erstaunlich. Musik. Die sahen interessant aus. Ein Stapel dieser Glückwunschkarten, die Musik machen, wenn man sie aufklappt. Da ist bestimmt auch Jasmine dabei, oder? Die sahen interessant aus. Ein Stapel dieser... Ja. Glückwunschkarten mit Musik. George! Haben Sie eine Karte, die das Lied Jasmin spielt? Hm, kommt mir bekannt vor. Lassen Sie mich mal kurz in die Datenbank gucken. Ich glaube, das war von den Harry Lobsters. Bassam kannte sich mit seiner Ware wirklich gut aus. Ah, hier ist sie. Wie viel? Gratis. Wenn Sie mindestens 3 Leuten von meinem Laden erzählen. Abgemacht. Danke. Sonst noch was Neues im Angebot? Nicht, seit Sie das letzte Mal gefragt haben. Danke. Tja, dann... Ah, hier ist auch gleich deaktiviert. Also zurück zu Bijou. Ich hätte ja echt gedacht, dass wir das Lied aus London holen müssen, aber offensichtlich reicht schon eine Glückskarten-Melodie. Toll. Nicht zu früh gefreut. Ja? Ja? Bijou, hier ist nochmal George. Wer? George? Bijou! Harry Lobsters. Ah. Sie spielte das Lied Jasmin. Wie wäre es mit dieser Karte? Sie spielt die Melodie. Legt ihr die Karte jetzt in den Plattenspieler ein oder was? Unser Lied. Oh, wie wunderbar. Ah. Tanz mit mir, Ori. Bijou? Henri? Oh, Sie sind nicht Henri. Könnte ich bitte den Schlüssel für den Safe haben? Henri, bist du das? Sie sind nicht Henri. Ich will mit Henri tanzen. Ich könnte Sie leichter überreden, wenn ich wie Henri aussehe. Ah, der gute alte Hinweis. Schauen Sie, Bijou, ich habe Ihnen Henris Brille mitgebracht. Oh, Henri... Was soll ich bloß ohne dich anfangen? Nochmal zu diesem Herkunftsnachweis. Nicht reden, Schatz. Nur tanzen. Sie wollte nur ihren Henri. Was sollte ich tun? Eine Seance veranstalten? Ist das so besser? Ja, aber wo ist Henri? Ich will mit Henri tanzen. Ja, was soll ich machen? Soll ich mich noch umziehen oder was? Soll ich mir die Brille... Oh, Henri, tanz doch einfach mit mir. Das war beinahe... So, ich habe das Rasierwasser von ihm, ich habe die Brille, also eigentlich kann doch da nichts mehr schief gehen, oder?
Ich sprühte ein wenig von Henris Brie in die Luft. Oh, Henri, wie soll ich nur ohne dich klarkommen? Und jetzt noch die verhurte Brille aufsetzen und dann geht's ja schon los, das oder? Das wäre nutzlos. Was? Wieso? Wieso? Nee, ich musste was an. Hö. Das würde nicht. Achso, das ist die Aussicht. Komm, jetzt können wir. Jetzt habe ich den Duft angelegt. Henri? Oh. Ach, nicht immer noch nicht. Was ist denn da los? Henri. Mögen Sie diesen Duft? Henri? Bist du das, mein Schatz? Ja. Schauen Sie, Bijou, ich habe Ihnen Henris Brille mitgebracht. Oh, Henri, was soll ich bloß ohne dich anfangen? Ist das so besser? Ja, aber wo ist Henri? Ich will mit Henri tanzen. Ich hielt das für relativ... Bijou war kaum in der Lage, vernünftig zu sein. Was zum Henker fehlt denn jetzt noch? Sie hatte schon... Die Kakerlake? Ich wollte nicht, dass Trevor Bijou in diesem Zustand sah. Das wäre für beide schrecklich gewesen. Also Melodie und Brille funktioniert schon mal, aber der Rest... Ich hielt das... Bijou war... Ja, der Rest, was ist denn das noch? Oh, Henri... Was fehlt noch? Muss ich nur was von diesem Toten hier machen? Henri war mit sich und der Welt... Doch! Da war doch gerade ein... Da, die weiße Blume. Einer Leiche eine Blume zu klauen. Wie tief war ich gesunken? Flupp. So. Da haben wir es nun. Das war die Blume aus Henris Jackenaufschlag. Aufschlag. Wecker. So. Das lohnt. Achso, mit dem Sarg nicht. Nein. Ich spreche Ushima drauf an. Bijou? Bijou? Henri? Oh. Sie sind nicht Henri. Doch, denn ich habe die Blume. Schauen Sie sich diese schöne weiße Blume an. Oh, Henri, was soll ich bloß ohne dich anfangen? Ich habe die Brille. Schauen Sie, Bijou, ich habe Ihnen Henris Brille mitgebracht. Oh, Henri, was soll ich bloß ohne dich anfangen? Und ich habe die Musik. Ist das so besser? Ja, aber wo ist Henri? Ich will mit Henri tanzen. Scheiße, da ist Parfum. Mögen Sie diesen Duft? Henri? Bist du das, mein Schatz? Ja. Könnte ich bitte den Schlüssel für den Safe haben? Henri, bist du das? Ach. Sie sind nicht Henri. Ich will mit Henri tanzen. Was zum Henker fehlt denn jetzt noch? Möchten Sie etwas Tee geben? Tee? Das sind doch... Sie hat... Ich hielt das... Bijou... Gut. Brechen wir das nochmal ab. Ich muss noch irgendwas anderes finden. Was mich denn dem... Ich war an Bijous bestens ausgestattet. Ach so, hier. Ein Bild von Henri nahm den Ehrenplatz ein. Was für eine schöne Melodie. Wie wäre es mit etwas Blauem? Ups. Ich legte etwas Rouge auf. Rouge. Ich wollte das nicht für die Augen, aber vielleicht ein wenig. Jetzt hatte ich die gleiche Haarfarbe. Oha! Zeit, Henri wieder zum Leben zu erwecken. Henri hatte mehr Haare im Gesicht als ich. Ich brauchte ein braunes Ziegenbärtchen. Braunes Ziegenbärtchen? Ich hatte schon die ganzen Haare voll von dem Zeug. Eine Haarbürste. Ich persönlich bevorzuge einen Kamm. Ich sah Henri überhaupt nicht ähnlich. Stimmt. Ich beschloss, mir das Gesicht zu säubern und von vorn anzufangen. Flop. Also für die Haare ist ja auf jeden Fall schon mal hier, was habe ich denn genommen? Blau nicht,
Rot? Rouge? Nein, der Rouge auch nicht. Weg. Ich sah. Weg mit dem Gesicht. Was war denn das gerade nochmal? Ich weiß nicht mehr. Eine Haar. Nee. Hier. Ich schnappte mir einen Streifen. Wachsalarm. Flonk. So, und jetzt? Ich hatte gehört, sowas werde als Folterinstrument benutzt. Ach, lustig, ja. Ich brauchte mehr Haare im Gesicht, nicht weniger. Vielleicht könnte sich die Haare von dem Arsch etwas, Nah dran, so. Aber irgendwas fehlt. Also da haben wir den Kopf schon mal. Henri hatte mehr Haare im Gesicht als ich. Ich brauchte ein braunes Ziegenbärtchen. Tja, braun. Eva. Zisse. Als Kind habe ich mir mal die Fußnägel mit dem Nagel. Ich weiß bis heute nicht, wieso sie deshalb so geworden. Lustig. Tja, Haare brauchen wir noch. Ich reinigte mir das Gesicht, bevor ich aufstand. Weil das ja sicherlich sonst nicht anders ins Modell gepasst hätte. Ich fand Mozart mit Harry Lobsters eine gewagte Mischung. Okay, wir brauchen also noch irgendwo etwas für die Bijous Haare. Lieblings- Hopsa. Es gab keine Möglichkeit. Ja. Der Hund. Der kleine ausgestopfte Hund hatte einen Ehrenplatz auf dem Tisch. Sein kleines Gesicht erinnerte mich an Henri. Das Fell sah genauso aus wie Henris Haare. Ja Mensch, also wieder mal bestätigt sich hier meine Theorie, dass man alles, was man braucht, an Ort und Stelle findet. Und da können wir vielleicht auch... Der kleine ausgestopfte Hund, sein kleines Gesicht erinnerte mich... Drauf zu greifen. Manche Hunde sehen... Das würde niemals... Ja, wie kann ich ihm denn jetzt die Haare entlocken? Vielleicht damit. Tut mir leid, Kleiner. Ratz. Also echt, die Rätsel sind hier ziemlich lächerlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Jasmine. So, nochmal. Also, so... Genau. Henri hat. Ja, ja, Henri. Und Ziegenbärtchen habe ich jetzt dort. Bitte. Oh. Verflucht. Ich hielt den Mund fest geschlossen und drückte den Wachsstreifen auf meine Oberlippe. Ein Instant Ziegenbart. Oh Gott. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Es war schwer, durch die Brille Henris Augenfarbe zu erkennen. Ich setzte Henris Brille auf. Ich sah dem Galeriebesitzer immer ähnlicher. Es funktionierte, aber ich brauchte noch etwas. Mein Outfit brauchte etwas Flower Power. Ja, und die haben wir dort. Ich steckte mir Henris Blume ins Knopfloch. Da ist sie ja, ne? Der Jasmin verlieh mir definitiv etwas perfekt Hippie-mäßiges. Das sah gut aus, aber noch nicht perfekt. Oh Gott, es fehlt noch was. Die Kleidung stimmte auf den Punkt. Aber ich brauchte noch etwas Stimulation für die anderen Sinne. Da kann ja nur noch von dem Geruch die Rede sein, oder? Ich übertünchte meinen Geruch mit Henris Bray. Mir schossen Tränen in die Augen. Das war's. Ich schaute in den Spiegel und Henri blickte mir entgegen. Das ist so einfach. Henri, da bist du ja, du böser Junge. Tanz mit mir, mein kleiner Rollmops. Du hast mir gefehlt. Mit Vergnügen, Cherie. Oh, Henri, ist das nicht ehrlich? Wie in alten Zeiten. Bijou, Schatz. Ich brauche den Safe-Schlüssel. Hast du ihn?
Natürlich. Ich hab doch versprochen, darauf aufzupassen. Hier, Hasi Baby. Ja, John Travolta hier. Pulp Fiction. Oh, die ist so besoffen. Da können wir ja endlich los, ha? Geht's weiter, bitte. Weiter. Kling, Totentanz. Ich sollte sie schlafen lassen. Ich hatte ja den Schlüssel. Scheiße. Und außerdem wollte ich endlich diesen Herkunftsnachweis in die Finger bekommen.